Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Zockerhöhle. Heute wieder am Start das komplette Zockerhöhlenteam. Moin Moin. Genau, wir starten heute wieder einen neuen Part, Call of Duty Black Ops 3. Im letzten Part habt ihr gesehen, wir haben die erste Mission abgeschlossen. Ich bin ein Level weitergekommen als mein lieber Herr Kollege, weil er ein bisschen geschlafen hat. Ja, das wird sich allerdings heute natürlich ändern. Zumindest werde ich ja versuchen aufzuholen. Ob ich ihn überhole, wird sich zeigen. Ehrlich gesagt, bezweifle ich es, aber wir werden es sehen. Genau, so, schnacken wir nicht lange weiter rum. Wenn ihr Anregungen noch habt, kurz vorweg, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wir starten jetzt die nächste Mission. Oh, guck mal, wichtig. Ah, genau. Ja, dass ich mir das jetzt hier nochmal ansehen muss, das ist echt traurig. So muss das laufen. Ja, deutlich mehr Abschüsse. Pff. Oh, Alter, was ist da Oh, denn das ist los? harter Tobak, ey. Was ist da denn Aber los? ja. Auszeichnung, Punktübersicht. Oh, Punktübersicht. Oh, Oh, ganz, ganz bitter. das ist bitter, ey. Da schnell wieder weg. So, komm, fangen wir an, machen wir weiter. Da, oh, da würde ich mich an deiner Stelle schämen, ne? Ja, ey, da muss ich mir mal Gedanken machen. Schon okay. Ruhig. Entspann dich. Alles Ah, wird das schon ist schon kommen. hart, ey. Das war eine Packung, Ziel ey. erreicht. Ziel erreicht. Der Mensch ist besser als die Maschine. Das würde ich so nicht sagen. Leider hättest du dieses Gehirn nicht verlassen. Du bist stabil, bist aber erst an einem langen Weg vor mir. Wer bist Haben die uns du? tatsächlich zurückgelassen? Die Ich Schweine. bin es, Taylor. Wurde Zeit, dass du ausmachst, oder? Also hat uns Taylor noch gerettet. Der ist ja auch das Mindeste. Ja, dass sie aber weggeflogen sind, war schon ein bisschen asozial, muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ein bisschen ist gut. Der Roboter hat uns ganz schön auseinandergenommen. Noch da, noch Oh, da. wie sich das gerade angehört hat. Willkommen zurück. Ich habe gerade gedacht, was ist denn hier los? Oh, schick. Weißt du, was mit dir passiert? Ist das ein Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei. Dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 37. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Zürcher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die WA Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit dir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neural-Interface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Das möchte doch keiner mit denen verbunden sein. Nicht wirklich. Hoffentlich hat das auch was Gutes. Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Zürcher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen.
Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei haben. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstellen. Diese vulgäre Ausdrucksweise hier. Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Denke schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Oh, cooler Check, ey. Nice. Kommunikation. Wir müssen uns abstimmen. Du, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, ist das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als dieser Roboter. Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie dieser arme Bastard. Okay, Waffen scharf. Lass diese Arschlöcher fertig. Oh, ich bin schon tot. Wo bist du? Rechts oben, da oben drauf. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, hochgesprungen, da ran und dann auf X gesprungen. Gut, dass ich dabei bin. Ja, dann hätte ich jetzt halt neu angefangen. Oh. Achso, scheiße, das ist unser. Oh, Granate. Oh, sauber, schön. Wow, das ist ein Gegner. Ich hab zum Glück gerade keiner gesehen, wie ich hier verkackt habe. Also das ist auch unser. Wow. Oh, so, wo bist du denn? Ja, ich bin ein bisschen vorgelaufen. Ich komm sofort. Ich bin hier bei Dias. Ja. Bleib doch stehen. Ja, ich rufe gleich meinen taktischen Modus aus. Ich muss jetzt hier meinen. Jo, wo, von oben. Ah, jetzt habe ich ihn. Drück mal nach rechts auf der auf dem Dingser. Genau. Da zeigt er nämlich die Dingser an. Was bringt das? Da zeigt er dir. Oh. Oh, Granate. Ja. Da zeigt er dir immer an, wo ungefähr die Gegner sind, die gesehen wurden. Wo wird mir das angezeigt? Na, jetzt hast du es aus. Jetzt hast du es an. Und wo wird mir das okay, angezeigt? Okay. Setze verbesserte Mobilität ein. Das zeig ich dir gleich mal. Du wirst schon okay. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. So. Oh, läuft. Nicht schlecht, nice. Neuling. Ja, ich hab's auch beim ersten Mal verkackt. Du kriegst das noch was. Im taktischen Modus werden heranlaufende Gefahren wie Raketen. Siehst du jetzt die Totenköpfe überall? Ach so, ja. Nice. Ich geh schon mal weiter. Ups. Oh. Oh, Granate. Oh. Ah, shit. Oh. Ah, fuck. Oh. Ah. Wo bist du? Ja, ich bin ein bisschen zu weit vorne. Ah, hier, warte. Hinten. Ja, ich komm, da liegt nur keine Granate. Ja, gracias. Wenn du denn auf Schießen drückst, ne, dann kannst du auch weiter schießen. Ja, sicher? Ja. Wo müssen wir eigentlich hin? Na, da Richtung Truck. So, dann bin ich ja falsch gegangen. Oh. Wie viele kommen denn da immer neu? Oh, Granate. Du kannst sie auch, wenn du nah genug dran bist, kannst sie zurückwerfen. Ach echt? Ja. Oh, das wäre ganz cool. So, ich gehe gleich durch die Mitte durch. Ich gehe hier links durch. Ja, sind doch dabei, ey. Ja. Die Ahnung brauchen wir. Alter. Wow.
Oh. Oh nein. Ich hab mich selber getötet. Kann man mich wiederbeleben? Ja. Wo bist du? Achso. Ja, da liege ich doch. Oh, ich will mich da verschanzen. Du hast dich einfach in den Weg gelegt. Da kommt eine Granate geflogen. Ja. Leg dich rein. Ach so. Oh, ich nehme die Panzer. Hey, die wollte ich gerade nehmen. Warte, wo ist denn noch so eine Drohne? Los, übernehmen wir eine Drohne. Oh Gott. Das ist, oh. Das ist ja wieder überhaupt nichts hier für mich. Ah, Panzer wäre irgendwie geiler, ey. Oh. Du hast einen Panzer genommen, ne? Selbstverständlich. Ah, ganz gut, dann. Ich habe ja eine Drohne. Kann ich nicht auch irgendwie besser zielen? Boah, ich habe noch einen Raketenwerfer. Läuft! Wo hast du den? Auf L2. Also rein natürlich da, wo zielen ist. Oh ne, da habe ich nichts. Oh. Oh, Himmel. Ich wurde zerstört. Ja, nimmst du den 9. Ja, bin dabei. Ups. Ah. Da war ein Pfeiler. Ups. Wo müssen wir denn hin? Hin zum Generator. Da. Oh, jetzt habe ich hier. Ah, gekillt. Ja. Ah. Und es geht weiter. Ja, das mit den Drohnen ist ganz lustig. Steuerung ist, ja, muss man sich, glaube ich, erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Schnapp dir Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Ein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Sehr, sehr geil. Ja gut, das mit der Drohne und Panzer ist halt immer noch gewöhnungsbedürftig gewesen, aber... Wow! Die haben geschützt. Wow, ich hab das Geschütz übernommen, ey. Hä? Wieso bist du denn auf einmal schon vor mir? Nein, ich hab doch nur das Geschütz übernommen. Ach so. Oh, jetzt hast du mich... Jetzt, oh, scheiße. Alter, von wo werde ich denn hier angeschossen? Oh, oh. Ja, warte, ich komme sofort. Bin ich tot? Ja, du bist auch... Nein, ich bin nicht tot. Nee, aber da liegst du doch. Du bist noch schwer verletzt. Ja. Oh scheiße, das ist ein Gegner. Alter. Da hat er es von mir abgeguckt, der ja. Sackfussel. Jetzt will er aufholen hier. Jetzt will er aufholen. Das Versteck ist da vorne. Verbinde dich schnell mit der Zentralkontrolle. Zieh so viel Daten, wie du kannst. Hacken. Zack. Oh, läuft. Oh, jetzt. Oh, oh. Werde ich wieder zu dir teleportieren.
Oh, oh. Oh, oh. Flashback. Ich meine, Tjokchen, die Chaos, all das passierte erneut. Was geschieht mit mir? Mist, Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerung auslösen können. Da tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik, ein Flüstern in deinem Ohr. Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente sammeln. Keine Sorge. Alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Okay, hatten wir es hier. Okay. Sie haben den eingeschränkt. Bei Coalescence. Müssen wir anscheinend befreien. Xavier Hirzel. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichen 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Was passiert jetzt? Jetzt findest du den Mistkarl. Wenn das Wort wäre, nicht. Genau. Wow! Ja, schmeiß weg! Da habe ich den Controller doch vor Schreck einfach fallen lassen. Oh, Mann. Ja, ist passiert. So gehst du mit den Eigentum anderer um. Gut, dass es nicht im Gefecht passiert ist. Wohnhaus. Ah, sehr schön. Ah ja. Ja. Hast du gesehen, ich war das? Ja. Oh. Von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Horn? Ach was. Sie hilft dir beim nächsten Teil. Die sieht aus. Kennst du die Schauspielerin von Battlestar Galactica? Ja. Die finde ich sieht so aus. Ja, ein bisschen. Da hast recht. Manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzt. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Nun. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation. Oh, wir sind auch noch Neuling. Es wird sich natürlich. Echt sei einfach kreativ. Alle einfach kreativ, hör auf hier. Oh, oh. Boah, die gehen ja überhaupt nicht down. Ah, das geht. Ja, doch. Hey Alter, was ist da denn los? Da fehlt der Kopf und ist tot. Wo bist du? Spring mal runter. Unten. Runter. Spring doch einfach runter. Ja. Ja, auch ja, da. Wo denn? Da, neben dir, da. Ich muss auch mal auf den Boden gucken. Ich kann hier ja nicht schweben. So, schnell cool hinterher. Er sitzt nicht an einem Computer. Ach, und jetzt willst du wieder davonrennen, ne? Nur damit du die ganzen Abschüsse kriegst, ey. Ja, ich sag ja. Langsam gefällt du mir. Der Mistkerl bewegt sich noch. Verwende die Werbetafel, um die Magie zu überwinden. Scheiße. Wo ist er hin? Wo ist er? Er will ins alte Zürich. Los. Da hinten. Oh. Oh, Alter, was war da denn los? Woran ich bin ich gestorben? Bist du gestorben? Ja, da unten liege ich doch. Ja. Ja, mach erstmal die Drohne oben platt. Welche denn? L1 und R1. Oh, die hieß es ja. Aber hier ist doch gar keine. Da, die beiden. Genau, loslassen. Sehr gut. Nicht schlecht. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Sie aufzuladen braucht Zeit. Behalte deine Halle im Auge.
Was soll ich im Auge behalten? Deine hat eine Lebensanzeige. Scheiße. Du hast Potenzial. Guck mal, ich habe Potenzial, hat sie bei dir nicht gesagt. Das hat sie bei mir gesagt, weil ich sie abgeschossen habe und nicht wie du hier meine Billo-Fähigkeit. Ja? Ach, ja. Siehst du, guck. Huh? So wird das gemacht. Das ist gar keine Waffe für mich, ey. Schnapp ihn dir, Neuling. Ich weiß nicht, wo wir raus? Da hinten. Ja. So. Das ist deine Chance. Schalte ihn auf. Oh. Ja, meiner. Ja. Oh. Mit dem Taser oder was? Nee, Mann. Ich bin einfach schneller gewesen und bin draufgesprungen. So ja. Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein DNI. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI früheren Erfahrungen des Objekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Du könntest alles über deine Terroristen erfahren. Ist das sicher? Irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Objekt ist. Der damit verbundene Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Glaub mir, das ist ganz schön abgegangen. Aber er stirbt doch sowieso. Außerdem ist er ein Terrorist. Richtig. Aber hat keine Gnade. Hat sie nicht eh gesagt, dass er in 15 Sekunden stirbt? Aber trotzdem keine Gnade. Terrorist, weg damit, ey. Nicht lange fackeln. Kopf in Nacken. Schutz. Was weißt du jetzt? Alles. Sie benutzen die alten Zutaten. Was du durch dein DNA erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sag ich wohl als nächstes? Ergebnis. Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren. Ja, läuft. Definitiv. Die Matrix. Zeitreise. Oh. Wir sind unter schwerem Beschuss. Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie... Besser nicht getan. Immer noch da was. Alter, wir wissen, dass die ZSK Noobs waren. Ja, meine Fresse. Irgendwann hat jeder verstanden. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Finden wir auch noch raus. Totally. Wenn das vorbei ist, schuldest du dir was. Wieso denn, Rohr? Wie du weißt, hörtest du den Vorteil der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Ja, dann gib uns doch welche. Während des Kampfes. Aber mit dem DNI, deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden. Tiefgründig. Sehr, sehr tiefgründig. Ja. Aha. Boah, ich bin tot. Magst du einmal ganz kurz? Was bist du denn? Achso. Mach das. Na weiter.
Aber das ist meine Waffe hier. Oh, da ist noch ein Gegner. Wo? Da oben auf dem Zug. Oh. Ich laufe in die falsche Richtung. Das finde ich ja wohl eine geile Fähigkeit, ne? Oh. Welche Fähigkeit? Na, diese, die wir jetzt haben, die, dass du die auswählen kannst und explodieren die. Ja. Achso, das sind. Oh, so, läuft. Langsam gefällt mir. Ah, ich habe ihn ausgewählt, nice. Danke. Oh, ich bin tot. Wo bist du? Hinter dir. Da unten. Achso. Ich glaub, dann üben wir nochmal. Ja. Halt still. Oh, das war kein Gegner. Oh, hier können wir wieder was einsammeln. Oh, sauber. Ja. Ausrüstung wählen. Ah. Aber die behalte ich jetzt erstmal. Welche habe ich denn? Du bist. Nee. Da, und ich glaube, das da unter Paket 3 ist deins. Das. Das müsste. Oder das? Nein, das sind Pakete, die man auswählen kann. Ja, das sind so vorgefertigte. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin. Aber die Waffe ist eigentlich ganz cool. Die läuft bisher. Aber ist ja gut, wenn wir hinterher. Wenn wir andere Waffen nehmen, beide, ne? Na, eben unterschiedliche. Ja, genau. Wo hast du das gemacht? Nach oben. Gar nicht schlecht, Neulich. Feindliche Bots kommen durch die Wände. Oh. Läuft. Schön Dauerfeuer. Granate. Wow. Oh, da kommen aber ganz schön viele. Ups. Oh. Bist du hinter mir? Ja. Okay, ich dachte gerade, da kommen schon Gegner von hinten. Nee, ich helfe dir doch. Sehr gut. Oh, ich lade. Du musst mir jetzt kurz ein bisschen Energie regenerieren. Ja, aber komm, zum Beispiel ist auch geil, du kannst jetzt hier diese kleinen Fliegen nehmen und ich kümmere mich halt mit den anderen um die Bots, genau. Weißt du? Ja. Oh. Oh. Lade. Ja, ich bin unten. Boah. Oh. Oh, da oben ist ein Scharfschütze. Ja, wo? Und da oben. Nice. Ah ja. Mach so weiter! Lade. Auch von rechts kommt noch einer. Ich gehe vor.
Ja, es kommt doch ganz passend, dass du vorgehst. Lüg doch nicht rum. Was? Es ist doch ganz passend, dass du vorgehen konntest. Ach, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ja. Musste ich hier runter? Kannst du mal auf mich warten? Ich weiß gar nicht, ob wir hier runter mussten. Ja, ja, das sieht aus. Scheint so. Einhalten. Ja, klar. Lade. Oh, ich geh runter. Oh. Da ist ein Panzer noch nicht von dir. Ja. Ich hab gedacht, ich kann den über. Ich kann den einnehmen. Oh, shit. Wow. Ah. Wieso konnte ich die Fähigkeit denn jetzt nicht auswählen? Magst du einmal ganz kurz zu mir kommen? Warte, ich mach kurz den Panzer weg. Ja, nice, ist weg. Ne, ist unser. Also? Gracias. De nada. Oh, Panzer von hinten? Wie was? Achso. Oh, ey. Der hat mich schon wieder gekriegt. Ich glaube, das Ding geht wieder auf. Ne? Ja. Der Sieg ist meiner. Und jetzt ah. Ja. Danke. Oh, da sind Gegner. Ach so, ja noch nicht. Ich bin hier noch nicht drauf gekommen. Ach, hast du schon alles erledigt, oder wie? Stellst du gerade echt die Frage? Oh, du bist schon Stufe 3 jetzt. Oh, ja, du 4. Oh, ja, wolltest es nur noch mal sagen, ne? Richtig. Ja. Der Computer darüber sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los. Nein, ich will. Geh weg, du ja. Pimmel. Das gibt extra Punkte. Hoffe ich mal. Okay. Die Roboter, wo sie, da? Sie haben die Roboter gehackt. Sie haben den Sprengstoff reingebracht. Und wo wir wetten? So, so was? So mit der Konsole bedienen? Da kriegen wir beide Punkte für. Ich habe leider auch das Gefühl. Die stöhnt aber auch ganz schön viele in dem Spiel. Ja. Weißt du, was ironisch ist? Ich hab's halt drauf. Der Angriff der Terrorismus, die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cyber-Soldat-Programm. Augenblick. Es ist 7:25. Du hast etwa 5 Minuten. Für was? Um den Zug zu retten. Achso. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als also jetzt musst du hier Niederschlag trainieren. Du sollst den Niederschlag trainieren. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Achte auf deine Flanke. Sie kommt durch die Fenster. Na toll, jetzt können wir das natürlich nicht mehr machen. Oh, boah. Oh, scheiße, wir sind beide tot. Oh, oh. Tatsache? Ja. Ah. Nur weil ich schnell Erfahrung brauche, vorgelaufen bin. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir, sie sehen dich auch als Feind. Niederschlag ist eine weitere Zeit auf der Hinweis von hier. Oh, der lebt noch. So, und denk dran, auch wenn das jetzt so eine... Was soll ich denn drücken beim Laufen? Ja, nein, du sollst den Niederschlag trainieren. Ach, Nahkampf oder ja. Was? Ja. Achso. Auf jeden Fall, du musst aufpassen, du darfst hier nicht die, wie heißt das, die was?
die Zivilisten dürfen nicht sterben. Ja, dann passt doch auf. Wir müssen noch einen Niederschlag machen. Einer muss einfach mal vorgehen und der andere gibt Deckung. Oh, hier. Oh. Keiner getroffen. Läuft. Ein bisschen Leben tanken. Ja, bin auch dabei. Ich gebe dir Deckung. Sollte ich vielleicht mal hochgehen? Oh oh, von oben raus. Auf dem Dach stehen, glaube ich, welche. Ah, hier ist gar nichts. Du hast den Niederschlag raus, denke ich. Ja, habe ich auch. Definitiv. OP. Muss oben rauf. Achso, oh, Himmel. Oh nein, ich bin tot. Wo bist du? Auf der anderen Seite von dir. Oh. Ich krieg ihn noch nicht. Oh, da macht er jetzt gerade Pluspunkte. Ja. Assi. Ach, du bist schon 5? Das gibt's einfach nicht, ey. Warte mal, wie geht denn das? Was denn? Eben. Oh. Mann, ey, jetzt hast du die ganzen Erfahrungspunkte gekriegt. Na, ja, du hast die Schockwelle. Da kommen, glaube ich. Wollen wir, da kommen welche raus? Oder müssen. Oder müssen, nee, wir müssen oben rüber. Oh Himmel. Was denn? Da lag nur ein Arm und ich dachte, da wäre ein Gegner rausgekommen. Oh Mann, da hast du mir den Kill weggenommen. Oh. Wie macht man das denn? Ja, oh. Wenn du musst mal deine Kybernetik auswählen. Du müsstest mir auch mal ein bisschen zuhören. Ja, das ist so klein. Ich sehe das gar nicht. Deswegen sollst du ihn ja zuhören. Ach so. Ah, oh, das ist schwierig. Guck mal, du hast ja immer noch nicht ausgewählt. Nee, wie denn? Indem du einmal nach unten drückst. Hä? Und wie setze ich die ein? Wieder mit L1 und R1 gleichzeitig drücken. Oh, da ist ja noch ein Gegner. Ah. Oh, kommen noch welche. Noch zwei. Zack. Achso, nee, nicht überspringen. Hä? Achso, eine Sequenz. Ja. Immerhin sind wir jetzt bei der Bombe. Wenn ich es hacke, wegschaffe oder den Ballon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel. Selbst mit dem Küchenteil. Zu wenig Zeit. Es ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist eine Magnetschwebebahn. Wenn ich für diesen Ballon die Polarität umkehre. Toll, und ich muss mich opfern. Schweinerei. Schweinepriester hier. Am Arsch. Ich hätte die anderen geopfert. Ja. Wie geht's dir? Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendrix wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Oh, my hero. Mensch. My hero. Oh. Das ist der Held des Tages. Ja. Oh, Trophy. Zweite Chance. Usbekistan, Thailand. Beirut. Das wäre
Hier. Wie lange ist das jetzt, Herr Stanley? 5 Jahre. Gut geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du hier an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich lostreiben. Cooler Typ. Und wir haben auch schon die zweite Mission geschafft. Oh, guck mal, du bist noch Level 4 geworden. Ja. Läuft. Ja, aber leider bist du Level 5, ne? Ja. Ah, das ist echt. Zu Mäusemelken, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber guck mal, wie viele Waffensets-Dinger ich auch hab hier. Ja, man kann auch anscheinend bei den einzelnen Waffen-Level aufsteigen, ne? Ja, sieht so auf jeden Fall so aus. Welche Waffe hatte ich denn gerade? Ja, die gleich so eine Schrotflinte. Nee, davor meinte ich. Die war nämlich am besten bisher. Na, die BRM, denke ich mal. Ja, lass mal. Das kann gut sein. So, komm, dann gucken wir noch die Statistik und so. Genau. 170 Abschüsse. Oh, da. Ah, das tut so weh. Oh, guck mal, schon wieder die Hälfte vom Level. Oh. Läuft. Ah, das ist doch echt ärgerlich. Okay, Punktübersicht. Lass es lieber. Oh, das lassen wir lieber. Das lassen wir wirklich lieber. So. Oh, Mann. Damit, zweite Packung. Genau, zweite Packung. 2-0 im direkten Vergleich für mich. Wir beenden hier mit dem Part. Zweite Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir haben gesehen, wie wir uns im Roboter halb verwandelt haben. Passt eigentlich auch ganz gut zu unserem anderen Spiel Transformers. Ja, definitiv. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne Kommentare da. Einen Daumen nach oben oder ein Abo. Wir würden uns darüber tierisch freuen, denn wir wollen natürlich auch, dass es euch weiterhin Spaß macht. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Haltet die Ohren steif. Ich sag schon mal ciao, ciao und die Abschlussworte kommen wieder von meinen Kollegen. Ja, was soll ich sagen? Aufholjagd leider. Na gut, Aufholjagd geglückt. Ja, ich bin rangekommen. Überholt oder gleichgezogen. Traurigerweise noch nicht, aber es kommen ja glücklicherweise noch ein paar Parts und ich werde mein allerbestes geben, da auch wieder ranzukommen. Ich merke schon, es wird schwierig, aber ich gebe mein Bestes. Muss doch erstmal selbst ein bisschen reinkommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, er hatte eigentlich schon alles gesagt. Macht euch einen super Tag und bis zum nächsten Mal in der Zockerhöhle. Ciao, ciao. Tschüss.